Waschmaschine richtig anschließen. Als erstes wird der Abflussschlauch mit einem Abflussrohr verbunden. In dem Fall ist es ein ganz einfaches Rohr, wo ich es reinstecken kann. Ich tue es relativ tief rein, soweit es erstmal geht. Und dann achte ich darauf, dass ich die Dichtung richtig reinmache, dass das auch richtig abdichtet und dann auch nicht zu einer Geruchsbelästigung führt. Also richtig reinstecken. So, als nächstes schließen wir das Wasser an. Das geht wie folgt. So, am Wasserhahn. Hier haben wir den Wasserschlauch, wo das Frischwasser reinkommt. Da achtet man drauf, dass die Dichtung auch mit drin ist, damit es auch nachher dicht bleibt. Und dann wird das Ganze am Wasserhahn angeschlossen. Dabei darauf achten, dass der Anschluss nicht verkantet, dass das Gewinde sauber drauf gedreht wird. Fest, richtig mit der Hand. Wem das nicht reicht, wer nicht genug Kraft hat, kann es auch vorsichtig mit der Wasserpumpzange noch nachziehen. Ja, danach wird das Ganze auf Festigkeit geprüft. Das machen wir gleich. So, ja, jetzt wie gesagt die Dichtigkeit. Wasserhahn aufdrehen. Und wie man sieht, ist es dicht. Kann ich den Wasserhahn wieder zudrehen. Jetzt sind wir fast fertig. Zu guter Letzt muss ich nur noch den Netzstecker in die Steckdose packen. So. Und fertig angeschlossen ist die Waschmaschine.